Plastik-Podcast. Gitarre und Bass im Gespräch. Mit Vitali und Sebastian. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Zuschauer da draußen an den digitalen Endgeräten. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Gitarre und Bass im Gespräch. Hallo, grüß dich, Vitali. Ja, unser Podcast heißt Kopflastig, Sebastian, das hast du kurz unterschlagen. Hallo, Sebastian. Das wird im Intro erwähnt. Ja, stimmt. Ja, alles doppelt. Gitarre und Bass im Gespräch auch. Ja. Dass ich Vitali heiße und du Sebastian. Stimmt. Das sagen wir auch. Aber doppelt hält besser. Ja. Ne? Wiederholung ist die Mutter des Studierens, sagt man auch. Das ist ein weiser Satz. Könnte ich so bestätigen. Ich fahre mal direkt mit der Tür ins Haus. Mach mal. Und zwar hast du einen Tipp, bevor ich das vergesse, das brennt mir echt unter den Nägeln, sagt man. Sagt man das so? Ja, ne? Timing-Übung, eine gute Timing-Übung. Weil mir aufgefallen ist, ich spiele zu sehr nach vorne und ich kriege das nicht raus, dieses nach vorne spielen. Hast du da irgendwas Gutes? Oh, da bin ich nicht der beste Ansprechpartner, denke ich. Das kommt drauf an, was du halt schon so machst, ne? Übst du schon so, hast du schon so Sachen gemacht, wo du den Klick auf verschiedene Zählzeiten interpretierst? Ja, 2 und 4 ist ja Standard. Ja. Aber 16. das müsste ich auch nochmal ausprobieren. Genau, 16. Offbeat und also auf die zweite 16, auf die ja, genau, das 16 zum Beispiel, das alles mal auszuprobieren. Ne? Wandert so im Raster durch. Ja. Wobei ich jetzt, dadurch wird natürlich dein Timing fester, aber du fragst ja jetzt präzise, du willst quasi, wie die Fachleute sagen, in the pocket spielen. Du willst genau auf den Klick, ne? Landen. Auf den Klick geht, möglichst konstant. Entweder komplett die ganze Zeit auf den Klick, die ganze Zeit dahinter oder die ganze Zeit davor. Bei mir schwankt das so ein bisschen. Die Streuung ist noch ein bisschen zu groß und dadurch wirkt das sehr ungroovy. Also im Prinzip alles, was du mit Rhythmus üben kannst, verbessert natürlich deine Mikro-Time und dein generelles Gefühl. Also zum Beispiel, du könntest auch einfach anfangen, nicht um das live anzuwenden, sondern als Übung, dass du zum Beispiel auch Quintolen übst. Einfach nur 5 Töne, die du wiederholst, dass du dieses Feeling entwickelst, dass du auch Septolen kannst, weil einfach nur, das muss nichts Kompliziertes sein. Das kann auch es kann mit einem Ton anfangen, den du einfach in einem Rhythmus spielst, auch bei einem langsamen Tempo und dann vielleicht als Tonleiter spielen, weil je feiner das Raster ich sag mal, das ist wie ein Millimeterpapier. Am Anfang hast du nur so wie in der ersten Klasse so riesengroße, große Matheblöcke, so, wo du reinschreibst und über den Rand schreibst und so weiter. Und dann werden irgendwann, keine Ahnung, ab der 5. Klasse so, werden ja diese Matheblöcke kleiner und dann kriegst du irgendwann Millimeterpapier. Und je feiner dieses Millimeterpapier wird, je mehr da unterstrichen ist in dir drinnen, in deiner internen Uhr, umso genauer wird das. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und das habe nicht ich mir ausgedacht, das üben auch halt die Profis. Ich habe eine DVD von Kenny Werner, das ist ein Jazzpianist, hat das berühmte Buch Effortless Mastery geschrieben, vor 20 Jahren oder wann das war. Und von dem habe ich noch eine andere DVD, wo halt auch, da geht es unter anderem um Timing. Und er hatte immer das Problem, wie viele Pianisten, viel alleine gespielt und für sich selber gut gespielt, aber dann halt im Zusammenhalt gemerkt, immer wenn er dann mit Band gespielt hat, oh, ich groove alleine eigentlich überhaupt nicht. Ja, und musste das dann wegtrainieren und hat dann halt genau sowas gemacht. Er hat alle möglichen Metronomzeiten, Septolen, Sextolen, einfach nicht jetzt Elite oder so, sondern einfach, um dieses Timing immer griffbereit zu haben. So, vielleicht kennst du das, wo ich das erste Mal Triolen spielen sollte, und da kannte ich die nicht, das war für mich, was soll denn Triolen? Und dann Swing-Triolen sollte ich auch noch spielen, das habe ich auch nicht kapiert. So, und heute denkst du, das ist doch so easy, das ist leicht, ne? So. Okay. Und so solltest du das seiner Meinung nach dann auch mit den Quintolen, wie gesagt, nicht um live welche zu spielen, sondern einfach, um dieses Gefühl sofort heraufbeschwören zu können. Und jetzt wird es noch kranker. Das hat er auch vorgemacht in dieser DVD. Und dann spielt er sowas wie zum Beispiel über 2 Klicks, also über die Zeit von 2 Metronomklicks, spielt er 5 Töne. In der Zeit, also ist wie so eine Vierteltriole, wenn du so willst. Eine Vierteltriole sind ja auch 3 Noten über die Zeitraum von 2 Klicks. So macht er das aber auch mit 5 und mit 7. Und das macht er davor. Und hat er gesagt, und das hat halt sein Timing enorm geschärft. Kann ich mir vorstellen, ne? Das Mikro-Timing, das Millimeterpapier wird ja immer genauer. Und das im langsamen Tempo auch noch. Also nicht nur unbedingt schnell. Ja, ja. Timing langsam. Soll man nicht schnell üben, sondern langsam. Ganz genau. Und falls sich das interessiert, der gibt im Februar, Ende Februar, eine Masterclass online, genau zu diesem Thema.
Und da habe ich mich nämlich eingetragen. Also falls sich das interessiert, dann können wir uns ja auf Zoom quasi treffen. Der macht eine Zoom-Masterclass. Der macht eine Zoom-Masterclass, die ist auch kostenlos. Oh, wow. Und da geht es genau um Rhythmus und Timing. Sag mal, bevor das Video hier erscheint, ich muss mir ganz schnell einen Platz sichern. Sonst. Ja, schicke ich dir, ist überhaupt kein Problem. Voll mega gut, danke. Wir sind es ja gibt auch keine begrenzten Plätze, glaube ich. Oder so. Ah, okay. Ist ja offen für alle. Das ist eine gute Überleitung zu deinem Masterclass. Ich bin auf ein Video von dir gestoßen, beziehungsweise YouTube hat mich jetzt darauf hingewiesen. Deine Videos tauchen bei mir übrigens jetzt öfter auf der rechten Seite auf. Woran das wohl liegt, ich weiß. Weil du immer mal draufklickst. Da sagt, ja, da denkt der Algorithmus, du findest das interessant. Genau, und das fand ich tatsächlich interessant, wie vieles andere auch. Ich finde das, was du erzählst, immer interessant. Jetzt ohne Quatsch. Du bist so freundlich wieder. Nein, wirklich. Sag mal was zu deinem Masterclass-Kurs. Was ich super interessant daran finde, ist diese Option mit dem persönlichen Support. Finde ich super. Das ist eine Idee, die ist nicht nur von mir, sondern die ist, Paul Gilbert hat auch sowas über die Plattform, ich glaube, das nennt sich Artist Works. Paul Gilbert, der ist vielleicht schon zu alt für manche jungen Hörer oder so, der hat den Song geschrieben, I'm the one who wants to be with you. Mr. Big, ne? Mr. Big, genau. Mhm. So, und hatte vorher eine Metalband, Racer X, absolut geile Scheiße. Ja. Und hat viele Soloplatten auch gemacht. Auf jeden Fall, der arbeitet unter der Plattform Artist Works, neben vielen anderen großen Musikern. Und die haben das. Dort sendest du einmal im Monat ein Video hin und dann kriegst du eine Antwort von ihm. Und da habe ich mir auch schon gedacht, Alter, das ist ein Megastar und der muss sich die ganzen Videos angucken. Das ist ja, ich habe keine Ahnung, wie das geregelt ist, wie oft die das senden können, wie lang die Antwort ist. Vielleicht schickt auch nur einen Daumen, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich fand die Idee einfach geil. Ja, weil das ist genau das Problem. Du übst manchmal was und dann machst du es quasi falsch oder halb richtig und dann muss ja einer nochmal drüber gucken. Das ist bei den ganzen Online-Kursen halt das Problem, ne? Und deshalb genau, eine Lektion, dann skippt man noch eine Lektion, weil die zu langweilig ist, man versteht den Sinn dahinter nicht. Wie willst du das umgehen, dass man die Lektion skippen kann? Durch sowas. Keine Ahnung. Einsendung. Ich weiß nicht, ob ich die Leute auch zwingen will, das in einer bestimmten Art zu machen. Ich kann ja, weil stell dir vor, ich mache jetzt Musiktheorie und am Anfang erzähle ich, welche Töne es gibt. Und jemand, der das aber schon alles weiß, der muss das ja skippen können. Ja? So, das stimmt. Das ist auf jeden Fall die eine Idee, die ich dazu habe, dass man irgendwie in einem bestimmten Abstand oder ich habe ja auch gesagt in diesem Video, glaube ich, vielleicht macht man es auch live per Livestream und dann stellt jeder seine Fragen. Und dann beantwortest du die Fragen und dann kannst du es auch noch in den Kurs mit reinstellen, dass das als Video auch noch zum Download gibt, für die, die später kommen. Die meisten Leute haben ja dieselben Probleme und selben Fragen. Wenn auch nicht jeder dieselbe, aber wenn jemand ein Problem mit etwas hat, gibt es irgendwann später jemanden, der das gleiche Problem hat. Und wenn du dann schon mal die Antwort gegeben hast, wäre das ja gut, wenn der das aus irgendeinem Archiv ziehen kann. Ne? Also so eine Frequently Asked Questions mit Videoanleitung, Begleitung. Genau, das wäre ja auch gut. Cool. Vor allem, das wächst ja dann über die Zeit. Das ist vor allem die Idee, die ich habe, dass das halt nicht, ich mache das einmal fertig und dann bleibt das so liegen, sondern dass sich das entwickelt, wie so ein Organismus, dass es sich weiterentwickelt, wenn Fragen kommen, wenn auch irgendwo ist noch was unklar, du hast jetzt Lektionen schon fertig gemacht, aber sagt jemand, aber die Überleitung von hier nach hier, da fehlen noch die und die Punkte, dass du das hinterher einschiebst, dass das dann auch noch gibt, dass das dann klarer wird für die Nächsten, die kommen, dass es immer weiter wächst. Es sind jetzt einfach erstmal Ideen. Ich habe natürlich noch nichts umgesetzt, aber so könnte ich mir das vorstellen. Es gibt noch einen zweiten Parameter, den ich sehr interessant finde. Ich weiß, dass man auf so Programmen wie Discord, so Art Chat-Programm moderne, weiß nicht, ob du sowas schon mal genutzt hast. Ich kenne es von meinen jungen Schülern, die darüber irgendwie spielen. Genau. Es ist quasi wie so eine Art WhatsApp, bloß dass du dort halt nicht nur deine verschiedenen Typen hast, mit denen du schreibst, sondern du hast einen Kanal, zum Beispiel dann Sebastian Bluschke, Akademie, was weiß ich, wie, weißt du auch noch keinen Namen. und dann gibt es verschiedene Bereiche, Musiktheorie, Gehörbildung, was weiß ich, und dann schreibst du wie in so einem Forum quasi, schreibst du das dort rein. Weil du kennst das von WhatsApp-Gruppen, wenn jeder was schreibt, dann einer stellt eine Frage, jemand anders auch noch, dann antwortet jemand auf die erste Frage, du verlierst den Überblick. Und so ist das halt in diese Themenbereiche getrennt, aber du kannst auch zum Beispiel Videos einfügen, du kannst auch telefonieren, also deshalb machen die das beim wenn die online spielen, dann unterhalten die sich quasi per Sprache über dieses Discord und so weiter, also es ist sehr
cool gemacht. Ich kenne mich da jetzt auch noch nicht so gut aus. Ich habe das aber schon für meine Patreons zum Beispiel eingerichtet. Aber die sind da noch nicht so aktiv, wie ich mir das wünschen würde. Und dort kann man wohl, das habe ich irgendwo gesehen, ich weiß nicht mehr wo, auch Übungsaufgaben erstellen. Also das ist wie so ein Quiz. Dass da der Bot fragt dann, keine Ahnung, wie ist die große Septime von E? Und dann musst du das eingeben und sagt er ja, nein, falsch, was auch immer. Ne? Aha. So, irgendwie muss das wohl gehen. Ich habe das mal so irgendwo in einem Video gesehen und dachte, geil, genau so, weil dann können die auch üben. Weil das ist ja das Nächste. Ich kann einem Schüler was erklären, aber wenn er das nicht macht, dann hat er das in 3 Tagen vergessen. Oder ja, ich habe das so ungefähr verstanden. Und wenn ich zum Beispiel meine richtigen Schülern, den gebe ich dann immer, wenn ich denen die Durtonleiter erklärt habe, haben die danach als Hausaufgabe, alle Durtonleitern aufzuschreiben. Und mir, bevor die Unterricht wieder losgeht, mir das auch zu fotografieren und zu schicken. Und dann korrigiere ich das. Also mit meinen persönlichen Schülern mache ich das schon. Dann sage ich hier, bei E-Dur ist ein Fehler und bei B-Dur ist ein Fehler und da und da. Und dann machen die das nochmal, schicken das wieder. Und das bevor die zum Unterricht kommen. Weil dann weiß ich, wenn die in den Unterricht kommen, dass die das können. Ja? Ich vermisse auch so eine App. Ich bin oft nach Suche nach einer Hausaufgaben-App, wo der Lehrer quasi kontrollieren kann oder die Schüler das freiwillig einreichen können. Ja. Irgendwie habe ich sowas Freies noch nicht gefunden. Hm. Vielleicht gibt es sowas. Wäre super, ne? Aber will man die Kontrolle haben als Lehrer? Es ist ja keine Kontrolle, sondern eher eine Unterstützung, eine Hilfestellung für den Schüler, oder nicht? Ich will ja meine Schüler nicht kontrollieren, wie in der Schule. Ja, genau. Hast du deine Hausaufgabe gemacht? Ja, nein. Man kann... Am Ende könnte ich sagen, ist mir doch egal, dann erzähle ich ihm das nächste Woche nochmal, wie die Durtonleiter funktioniert und zack, habe ich wieder Geld verdient und nicht gemacht. Ja? Ja. Das ist ja aber nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist ja, ich möchte ja, dass die das lernen, damit die auch sehen, die sind ja dann auch begeistert, wenn sie es dann anwenden können und verstanden haben und so weiter. Ne? So, ich weiß, dass das nur geht durch Üben. Und gerade als Erwachsene haben wir so die Mentalität, was ich einmal gehört und auch verstanden habe, das weiß ich doch dann. Ja? Aber etwas zu wissen, und etwas zu können, sind komplett unterschiedliche Geschichten. Manchmal funktioniert das. Wenn du kapiert hast, in Physik zum Beispiel, ja, Weg ist, was ist das? Weg ist Strecke durch Zeit. Oh, ja? Klingt gut. So, eine Geschwindigkeit ist, was ist Meter pro Sekunde? Genau, Strecke durch Zeit. So, wenn du sagst, E gleich M mal C Quadrat. Genau, das zum Beispiel. Ja? Das ist Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das kann ich dir jetzt aber nicht erklären, warum. Das können nur die wenigsten. Genau. Zu Albert Einsteins Zeiten haben das 20 Menschen auf der ganzen Welt verstanden, was er da formuliert hat. Ja, das hatten wir hier auch schon mal im Gespräch. Genau. So, aber zurück zu diesem Weg. Weil da sagst du vielleicht, ey, naja, klar, darum heißt das doch Stundenkilometer oder Kilometer pro Stunde. Weil das sind, wie viel Kilometer schaffe ich in einer Stunde? Aha, ich schaffe 60 Kilometer in einer Stunde. Und jetzt weiß ich, ich brauche eine Stunde, um 60 Kilometer zurückzulegen. Aha, okay. Wenn du das einmal kapiert hast, dann kannst du das auch anwenden. Das funktioniert aber nicht mit allen Sachen so, die du, na, das habe ich doch jetzt kapiert. Weil erstens vergisst du die natürlich wieder ohne Anwendung. Und zweitens kann man ja gerade in der Musiktheorie durch die blöden Halbtöne E und F, ach, es gibt kein E, ist oder zwischen H und C gibt es nicht noch ein Hiss oder so, ne, wo der Halbton liegt und so weiter. Kann man eine Menge Fehler machen. Oder Mist, bei F-Dur gibt es kein A is, obwohl nach A der Halbton A is kommen wird. Das muss ich dann B nennen, warum nochmal und so weiter. Ne? Und das muss man üben, bis das zu einer Gewohnheit wird, dass man das versteht. Ja? Und deshalb sage ich, die Schüler müssen das üben, solche Tonleitern zu schreiben. Ah, okay. In F-Dur kann kein A is vorkommen, weil die Terz ein A ist und ein Ton kann quasi nicht rein sein und okay. Eigentlich sagt man, weil... Oder sag du mal genau. Weil nicht zweimal derselbe, also eine Antwort, die man gibt, ist, es darf nicht zweimal derselbe Stammton vorkommen. Du kannst so. Jeden Tonname A kann in der Tonleiter nur ein einziges Mal vorkommen. Entweder als As, als A oder als A is. Aber wenn du den einmal verwendet hast, kommt er in der Tonleiter nicht nochmal. Okay. Das ist die eine Erklärung. Aber die andere ist eher, warum das so ist, du zählst immer die Stammtöne erstmal. Ob etwas eine Terz ist oder so. Das hat noch nichts mit, ob das Kreuze oder so zu tun sind, sondern du zählst, F ist der erste, G ist der zweite, A ist der dritte. Darum ist es die Terz, weil das danach kommt. Ja. So, das ist die große Terz. Wenn ich jetzt ein Ass draus mache, ist es die kleine Terz. Und wenn ich ein A is draus mache, ist es für den Musiktheoretiker die übermäßige Terz. Mhm. Weil es ist immer noch A als Stammton, was größer gemacht wurde, das jetzt mehr ist als die große Terz und deshalb übermäßig. Und das ist einer der Unterschiede. Ich finde es so großartig, wie du für Theorie brennst.
Ja, ich finde das Wahnsinn. Es ist, mega. Ist auch, ich, also ja, ich finde das wirklich auch spannend und cool, dass das alles Sinn ergibt. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem befreundeten Fotografen und der hat null Ahnung von Musiktheorie, gar nichts und so und weiß aber, dass das halt auch so mein Lieblingsthema ist und wir haben dann irgendwie einen Beatles-Song gehört, weil wir uns vorher über Drogen unterhalten haben und hier, dass die das nehmen. Der hört auch unseren Podcast. Marco, ich grüße dich, wenn du wieder reinhörst. Wenn er nicht schon nach all der Musiktheorie abgeschalten hat, das weiß ich nicht. Wie ganz viele. Es wird gleich spannender. Ganz genau. Und dann hat er mich gefragt, na, aber warum findest du das spannend? Und dann habe ich gesagt, weil mir das jetzt erst einfällt, na, Musiktheorie oder Tonsatz, was ich im Studium hatte, das ist wie Architektur. Ja? Ich kann mir als Künstler, als Architekt, kann ich mir denken, oh, ich will ein Gebäude bauen, das steht auf dem Boden, aber im 45-Grad-Winkel, das geht so schräg nach oben. Das kann ich mir als Kunst überlegen. Aber die nächste Frage ist, was ist jetzt mit der Statik? Wie kann das Gebäude halten, dass es nicht umfällt, dass es überhaupt gebaut werden kann? Und da beginnt dann das Handwerk. Das eine ist die Kunst, diese Vorstellung, wie könnte das Gebäude aussehen und so. Und jetzt muss sich der Architekt überlegen, wie schaffe ich es, dass es halt nicht umfällt und dass es überhaupt belastbar ist und so weiter und auch bei Wind und Regen und was weiß ich. So, und dann fängt er an zu rechnen, hier muss ein Stahlträger hin und so weiter. Und habe ich gesagt, das ist die Musiktheorie. Die, klar, ich kann mir jetzt irgendeine Melodie ausdenken und einfach drei Akkorde. Da brauche ich null Theorie dazu. Aber wenn ich es dann als Bandarrangement machen will, oder vielleicht, da muss noch ein Keyboard dazu spielen. Was kann das spielen, was dazu passt? Jetzt kannst du nicht einfach rumdrücken auf irgendwelchen Tasten und gucken, bis du was findest. Das geht natürlich auch, aber dann sind die Methoden recht eingeschränkt. Und das nächste ist, es gibt ja Regeln der Stimmführung, was sich gut anhört, was sehr gut funktioniert, was man vermeiden sollte und so weiter, weil es halt zu Missklängen führt. Und wenn ich mich daran dann halte, wie der Architekt, dann mache ich meine Idee wirklich sattelfest. Und dann klingt die auch gut für den normalen Hörer. Okay, ich habe jetzt auch kurz abgeschaltet. Nein, ich habe an die Stammtöne nochmal nachgedacht, über die Stammtöne nachgedacht. Was denn? Und für mich gibt es wirklich nur ABCDFG, ABCDFG. Mhm. Du denkst ja in Halbtonschritten, ne? Du denkst ja in A, A ist, B. Ich kann dir das gar nicht sagen, was ich da denke, weil. Ne, hat man mal, ne? Deinen Schülern von Anfang an die chromatische Tonleiter beibringst. Die chromatische Tonleiter, finde ich, ist halt die Grundlage, weil du dann nicht diesen Fehler machst, dass E und F ein Halbton ist. Ja, ja. Als Sonderfall, sondern ich lerne gleich wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonst habe ich das Gefühl, ich lerne 1, 3, 5, 6, 8. So mit Sprüngen und später muss ich noch andere Zahlen dazwischen lernen. Ach, zwischen 1 und 3 gibt es noch eine Zahl 2. Warum lerne ich denn jetzt erst? Ja, ich versuche das immer wieder nachzuvollziehen, wie du das denkst. Und vieles erscheint mir auch logisch. Aber ich bleib dann doch lieber, oder was heißt, ich bleib dann für mich bei A, B, C, D, F, G. Ist ja in Ordnung. Aber ist, ja, genau. Was mich noch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, lieber Sebastian, unser letztes Gespräch, fand ich super. Und ich habe den Big Five-Test gemacht. Geil. Und was kam raus? Genau das, was du gesagt hast und das, was, ne, also, war was, ich auch schon, was ich auch schon von mir wusste. War so. Etwas dabei, was dich überrascht hat? Nein, weil ich ja natürlich die Fragen selber beantwortet habe und auch ein bisschen Einfluss hatte oder schon eine Idee hatte, was da rauskommt. Das war klar. Also du musst auch mal bei solchen Tests natürlich nicht überlegen, was ist jetzt die richtige Antwort oder so. Dann musst du das wirklich nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe, genau, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen auch geantwortet, ich wollte jetzt nicht bescheißen, es geht ja auch keinem was an, ich habe den Test für mich gemacht. Genau. Aber ja, den Eindruck, den du von mir hast, ich kenne mich mittlerweile auch ein bisschen und das ist ganz gut. Ein Lehrer, mein Dozent meinte während meines Studiums zu mir, du bist so negativ. Und im Grunde hast du es ja letzte Woche auch so gesagt, nur ein bisschen besser formuliert. Und genau das kam im Test auch raus. Ne, dass ich so ein bisschen ängstlich negativ bin, eher pessimistisch eingestellt. So. Oder ich, darum mag ich das Wort besser, du bist sensibel anfälliger für negative Emotionen, weil wenn man sagt, du bist ängstlich, dann klingt das wie ein Vorwurf. Ja? Wenn ich aber sage, du empfängst Schwingungen leichter, die ich übersehen könnte, jetzt ist das kein Fehler mehr von dir, sondern jetzt ist es eine positive Sache. Und durch dich habe ich ja gelernt, ich kann ja auch trotzdem auch dran arbeiten an mir. Auf jeden Fall. Als unordentlicher Typ bist jetzt hier ein Vorzeigeabhefter und überhaupt und geordnet. Ich kann dir mal ein Beispiel nehmen, warum ich dich gefragt habe, ob was Unerwartetes rauskam. Ich habe gedacht, bei mir kommt, ich wäre super kreativ. Steht bei mir aber nicht.
Mittel, genau Mitte, Durchschnitt. Das hat mir kurz wehgetan. Da dachte ich, das ist ja traurig. Mhm. Aber dann dachte ich, da sind jetzt die anderen 50%. Naja, dann muss ich das halt da mehr rausholen. Das ist halt, weil vom Gefühl her habe ich 1000 Millionen Ideen und kann immer weitermachen. Ja, so, aber das war bei mir niedriger, als ich erwartet hätte. Deshalb hatte ich das gefragt, ob manchmal ist ja was dabei, wo man wirklich überrascht von sich selber ist. Und deshalb. Ich war positiv überrascht. Tatsächlich, ich hatte ein bisschen Bedenken, was da rauskommt. Aber das, was da rauskommt, ist echt lesenswert und lohnt sich, damit zu befassen. Ich würde es auch jedem empfehlen. Mhm. Und dann habe ich mir gefragt, aber warum soll ich das empfehlen? Warum sollte man so einen Test machen? Warum hast du den gemacht, Sebastian? Ich habe den gemacht, erstens, weil es mich einfach interessiert hat, weil ich halt so viel über diesen Test, wie der entstanden ist und wie sie den gemacht haben, das ist auch spannend. Warum der als wissenschaftlich fundiert gilt, ähnlich wie der Intelligenztest oder so. Und dann wollte ich das einfach ausprobieren, um zu gucken, was passiert. Aber es lohnt sich natürlich auch, sich selbst zu kennen, weil du ja dann, ich meine, wir sind jetzt schon älter, aber du kannst es ja auch machen, wenn du jünger bist, ja. Und manche Dinge verstehst du dann an dir selber besser. Wenn du das zum Beispiel nicht weißt, nehmen wir nochmal dieses Beispiel mit der Sensibilität für negative Emotionen. Oder was bei mir halt stark ist, ich bin halt sehr disagreeable. Ich möchte immer widersprechen. Das ist Natur angelegt. Das war ich schon als Kind. Du musst immer das letzte Wort haben. So, das zu wissen einfach, ach, das ist anscheinend meine Natur. Und dann natürlich zu wissen, wenn wir in einer Band sind und die anderen wollen was anderes machen, dann zu sagen, stopp, du machst das nur, weil in dir drin irgendwas sagt, nee, ich will das nicht. Und nicht, weil du das gut durchdacht hast, sondern weil du immer den Drang hast, was anders zu machen als alle anderen. Ja? So, dann kann ich mich auch besser zurücknehmen, weil ich weiß, ja, warte mal, das bin nicht nur ich, der das jetzt will, sondern ich kann nochmal wie einen Schritt zurückgehen und überlegen, warte, will ich das jetzt wirklich anders machen, weil das die klügere Entscheidung ist oder weil es gut ist? Oder will ich jetzt einfach widersprechen, weil ich sofort diesen Drang habe, erstmal Nein zu sagen, wenn jemand Ja sagt oder umgedreht? So, und das zu wissen, hilft einem, sich selber besser zu verstehen. Und dann natürlich entsprechend Maßnahmen. Ich nenne es jetzt nicht Therapien, aber das sind ja im Prinzip Therapien, die man dann mit sich macht, wenn man diese Maßnahmen, um sein Verhalten geschickter in der Welt einzubringen, zu machen. Ne? Du kannst auch die Berufe, du hast gefragt, warum sollte man sowas machen? Du kannst deinen Beruf besser anpassen an das, was du machst. Wenn du zum Beispiel Altenpfleger sein willst und bei dir kommt raus, dass du keine Empathie hast, ist das vielleicht nicht der beste Beruf für dich, weil du dann vielleicht nicht super pfleglich mit den Leuten umgehst immer. Ne? Oder Sterbebegleiter, was auch immer, wo du viel Empathie brauchst, um dich in die Leute reinzusetzen. Ich habe jetzt ein Extrem rausgegriffen, aber wenn du dich verstehst, wo deine Stärken sind, dann kannst du die Berufswahl besser treffen. Dann, viele Leute machen das zusammen mit ihrem Partner. Du willst noch was einwerfen zum Beruf? Einwerfen zum Beruf, genau. Musiker als Musiker, das ist ja auch ein super Tool, ein super Werkzeug für dich, um zu verstehen, wie tickt der Schüler eventuell. Oder was könnte ja das für ein Typ sein? Ja. Na, auch hilfreich. Okay, viele machen das in einer Partnerschaft oder mit dem Partner zusammen. Weil du könntest jetzt, wenn jetzt deine Frau noch den Test macht und dann weiß, hat sie gemacht? Nee, noch nicht. Also für sich oder meine Idee war, dass sie den für mich macht. Beides. Okay, pass auf. Das erste ist, deine Frau erstmal für sich, weil dann seht ihr, wo ihr kompatibel seid, wo nicht so sehr. Und das sind meistens die Streitpunkte. Das ist aber super, weil dann weiß man manchmal, woran das liegt und dann kann man wieder eine Lösung finden. Ach so, das liegt halt an dieser einen, du hast das ja mitgekriegt, das wurde ja bei dir dann sicherlich auch noch in 10 weitere Punkte aufgespalten, diese Tests, genau. Und manchmal hilft es dann einfach, über Dinge zu sprechen. Naja, okay, dann bist du so und ich so, wollen wir uns jetzt einigen, anstatt immer wieder, du bringst ja das nie in den Müll runter, oder was, anstatt diese, aus der Sitcom, diese typischen Gespräche, der ist immer so und ich bin immer so, dann zu wissen, okay, lass uns hier eine Lösung finden, eine Regel, wie wir es machen, oder der eine, anderes Beispiel. Jemand ist super spontan hier, offen und will immer was Neues ausprobieren. Der andere ist mehr so in seinen Routinen gefangen. Ja? Wenn du das jetzt weißt, anstatt deinen Partner mal, lass uns doch dieses neue Restaurant probieren, lass uns doch da mal hinfahren. Wir müssen den Urlaub nicht vorher planen. Ja? Wir fahren einfach los. Wenn du weißt, das ist für den überhaupt nichts, dann überforderst du den nicht mit so einem Angebot. Los, wir fahren einfach los, wir planen gar nichts. So, aber du kannst sagen, pass auf, ich weiß, du magst nicht gern neue Restaurants ausprobieren. Stellst das natürlich als Frage in der Partnerschaft. Hast du Lust auf folgendes Experiment? Einmal im Monat suche ich irgendein Restaurant aus. Ansonsten essen wir immer da, wo wir immer essen, wo du weißt, dass es schmeckt. Aber einmal im Monat würde ich gern weil ich abenteuerlustig bin, ich bin sehr open. Ja, lass uns einmal im Monat einfach
ich wähle das aus, irgendein spezielles, und dann würdest du das für mich machen. Und jetzt hat der Partner die Chance zu sagen, ja, okay, einmal im Monat oder zweimal in der Woche, wann auch immer, was ihr euch einigt, könnt ihr euch jetzt da einigen, weil dann kann der eine seine Abenteuerlust ausleben, ein bisschen zumindest, und der andere, man macht was zusammen trotzdem, ja, obwohl er, ja, eigentlich mag ich kein Vietnamesisch, aber ich gehe mal mit, so, und kann sich ja trotzdem was entwickeln, kann man wieder was lernen. Wenn jetzt der Partner aber sagt, nee, das mache ich nicht, du suchst ja wieder Haifischsuppe oder irgendwas aus, ja, so, ist auch cool, dann kann nämlich der Partner sagen, ja, mein Partner, der ist überhaupt nicht offen für sowas. Ich suche mir einen Kumpel, mit dem ich das mache, oder eine Freundin, die genauso abenteuerlustig ist. Und dann machen wir einmal im Monat, gehen wir, wo wir noch nie essen waren, bei Mongolen oder sonst wo, wo wir vorher noch nie waren. Dann verlierst du nicht diese, weil das Extrem, was passiert, diese Partner bleiben zusammen sozusagen und verbittern über die Jahre, weil keiner kann das ausleben, was seine Natur eigentlich von ihm verlangt. Weißt du, was lustig ist? Was? Meine Frau ist gerade mit ihrer Freundin beim Mongolen. Geil, mega. Also, aber nicht, weil ich nicht mit wollte, sondern weil ich nicht mit konnte. Ja. Ich quatsche ja gerne mit dir. Aber den Weg, dass sie den Test für mich macht, finde ich auch super interessant. Ja. Ich finde es spannend, was dann daraus kommt. Das finde ich tatsächlich spannend. Das ist auch eine Empfehlung, weil man kann den im Prinzip nicht zweimal machen, weil man dann schon weiß, wie die Fragen und was man, dann ist einfach aus der Wissenschaft sozusagen, dann bist du schon vorbelastet. Du musst ihn eigentlich das erste Mal machen, so schnell wie möglich antworten. So, und beim zweiten Mal weißt du ja schon, worauf es hinausläuft und wie dann das Ergebnis. Und dann kann es sein, dass du, selbst wenn du es nicht willst, unterbewusst beeinflusst. Das sind alles solche Tests, die kann man eigentlich nur einmal machen. Und wenn man trotzdem nochmal machen will, dann wird empfohlen, den zum Beispiel mit dem Partner zusammen zu machen, weil der dann manchmal sagt, das stimmt doch gar nicht. Du willst dann abenteuerlustig, weil dich dein Ergebnis nicht erfreut hat. Du klebst dann an abenteuerlustig und sagst, nee, warte mal, stimmt doch gar nicht. Du sagst doch häufiger nein als ja. Na gut, dann machen wir Mittel oder so. Also dann kann man sich nochmal auf ein Ergebnis einigen. Es sollte im Prinzip kein komplett anderes Ergebnis rauskommen, aber ein bisschen was, was wieder näher an der Wahrheit ist. Und die andere Variante ist natürlich, dass deine Frau das alleine nur für dich, aber das heißt ja dann nicht, dass du so bist, sondern das dann kommt raus, wie sieht sie dich? Aber genau das ist ja das Gute. Ich glaube, ich habe zu viel, dass ich zu ordentlich bin, habe ich angeklickt, was ich auch von mir denke, aber meine Frau hat, glaube ich, einen komplett anderen Eindruck. Ne? Aber ich lasse sie das mal machen und dann vergleiche ich mal. Macht mal. Ne? Spannend. Ich wollte noch irgendwas zu dem Thema. Ach genau, was bedeutet das für uns als Musiker, wenn wir jetzt wissen, okay, ich bin von der Persönlichkeit, bin ich jetzt so, was heißt das jetzt für mich als Musiker? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Ich bin nicht kreativ zum Beispiel, ne, wenn du sagst so, oder ich bin negativ oder nicht extrovertiert und muss dann aber auch auf der Bühne stehen. Wie gehe ich damit um? Na, das ist das gleiche Thema. Du kannst dich dann besser einschätzen. Also ich habe ja gesagt, ich bin nicht so kreativ, wie ich gehofft hatte. Ich hatte einfach gehofft, dass ich da volle Punktzahl. Ich bin der kreativste von allen oder so, aber leider bin ich absoluter Durchschnitt. So. Ich weiß nicht, wenn du halt rauskriegst, du hast ja schon gesagt, das meiste weißt du schon. Das ist nur nochmal eine Bestätigung bei vielen Dingen, wo du sagst, ja stimmt, da bin ich wirklich so. Ist ein Blick in den Spiegel, ne? Genau. Und wenn du jetzt weißt, du bist eher introvertiert, ja, dann kannst du vielleicht sagen, ey Leute, ich will mich nicht so hier den Tanz machen auf der Bühne, wenn ich das Bassolo spiele. Lasst mich doch einfach stehen, da fühle ich mich wohler. Aha. Ja? Und ich möchte dann auch nicht danach noch mit zu der Party. Viele Menschen rauben mir die Energie. Wir haben alle den Test gemacht. Ihr wisst, dass ich da so bin. Als Beispiel. Da steht's. Ich habe eine Entschuldigung. So, einfach, das wäre eine Variante. Oder man versucht es halt dann, ich will das nicht kompensieren, denn das klingt nämlich für mich negativ, sondern wenn man das will, wenn man sagt, hey, aha, jetzt verstehe ich, warum ich ungern unter Menschen bin, kann man vielleicht was machen. Anstatt in die vollste Kneipe, gehe ich mit meinen Kumpeln in ein kleines Lokal, wo in einer Ecke, wo wenig Leute sind, und dann quatschen wir zu fünft weiter oder was weiß ich. Also, das ist, da sehe ich nichts anderes. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf die Musik oder so jetzt einen anderen Einfluss hat. Ich habe mal irgendwie so eine überhebliche Szene so mitgekriegt, da war ich dabei, da meinte ein Kumpel zu mir so, hatten einen Musiker gesehen und meinte so, ja, wie der sich so bewegt, ich weiß schon ganz genau, wie der spielt. Der meinte, ne, dass er von seiner Persönlichkeit des Musikers auf seine musikalischen Fähigkeiten schließen konnte. Und fand ich ein bisschen überheblich. Aber manchmal stimmt das sogar auch, wenn ich ehrlich bin. Ne? Man muss halt auch aufpassen, das hat man ja auch beim letzten Mal. Also manchmal sieht man Zeichen und
es kann alles Mögliche bedeuten. Mein Lieblingssatz, ich habe da mal ein Buch gelesen, gibt's Menschenlesen von einem ehemaligen, ich glaube, FBI-Agenten heißt das. Nicht das Buch heißt Menschenlesen, das ist von einem ehemaligen FBI-Agenten. Und die sagen immer dasselbe, du kannst nicht von einem Merkmal auf den Menschen schließen, weil es kommt immer auch auf den Kontext an. Also nur weil jemand nervös ist, heißt das nicht, dass er lügt. Weil ist ja klar, wenn er jetzt von der Polizei befragt wird, dass er vielleicht nervös ist. Ja? Mhm. Oder vielleicht ist sein Hund die ganze Zeit eingesperrt irgendwo, während er hier befragt wird und macht sich nur Sorgen, was jetzt mit dem Hund ist. Der hat noch nichts gegessen oder was auch immer. Ja? So, und deshalb ist es schwierig, gibt es auch Studien, das ist mein nächster Lieblingssatz, da gibt es Studien. Dass Menschen, schwedische Forscher haben herausgefunden, Menschen, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber sagen wir mal, sind eigentlich ganz gut im Lügen herausfinden, ist so ein bisschen über 40%. Das heißt, wenn du dir jetzt ein Video aufzeigen von jemandem, der sagt dir was und du musst dann entscheiden, lügt der oder lügt er nicht. Mhm. Wenn du so nach deinem Gefühl gehst, nach deinem Bauchgefühl oder so, liegst du so knapp über 40%. Das ist immer noch schlechter als der Zufall, wenn du nur raten würdest. Ja? Aber ist auch nicht ganz schlecht. So, also man hat schon ein bisschen ein Gespür sozusagen dafür. Und wenn man jetzt Menschen solche Zeichen lehrt, wie in solchen Büchern, darauf musst du achten, dann geht das nach unten, weil die plötzlich auf die falschen Signale achten. Okay. Mhm. So, dann sind die schlechter letztendlich. Dann sind die nur noch bei 20%, weil die denken, ah, ich habe genau gesehen, sein Auge hat gezuckt und das ist das Zeichen für die Lüge dabei. Vielleicht hat es einfach gejuckt oder das Scheinwerferlicht hat da drauf gestrahlt oder so. Deshalb, da muss man sehr vorsichtig sein. Und das sage ich, weil auch bei solchen Tests oder so, wenn du da Zeichen siehst, muss man sehr vorsichtig sein, dass man dann den Menschen halt nicht in eine bestimmte Kategorie gleich vor reinpresst und dann für dich ist schon alles klar. Und die Aufgabe ist ja dann trotzdem, den erstmal so ohne Vorurteile wie möglich wahrzunehmen. Ne? Ich habe vor kurzem im Radio gehört, da wurden Jugendliche überführt, jugendliche Randalierer, von denen gab es eine Videoaufzeichnung und die wurden nur anhand ihrer Körperbewegung überführt. Die mussten einen Parcours laufen und da hat irgendeine Sachverständige erkannt, okay, das müssen die sein. Mega. Ob das jetzt gerichtlich zugelassen wird, ist noch offen. Ja. Aber das ist auch, glaube ich, so ziemlich einmalig bis jetzt. Mega, hört sich gut an. Ne? Und heute, was auch sich auch noch gut anhört, ist, heute ist 2.2. Shakira hat Geburtstag. Oh. Fragst du mich jetzt wieder, ob ich eine Beziehung zu Shakira habe? Nee, aber ich. Ach, welche denn? Ja, und zwar, ich habe mal mit jemandem gespielt, ein Gitarrist aus Venezuela. Und der hat mal mit Shakira gespielt, als sie noch ganz am Anfang ihrer Karriere war und nur in Südamerika bekannt war. Da hat er mit ihr kurz ein Konzert gehabt. Ja, hängt da gar nicht so an die große Glocke, aber finde ich trotzdem spannend. Ja, cool. Ja, und da habe ich gegoogelt, Shakira ist mit einem Fußballer zusammen, der übrigens auch am 2.2. Geburtstag hat. War, genau. Die sind jetzt geschieden und da ist jetzt irgendwie... Ich will das nicht weiter vertiefen. Als ich das las, dachte ich, ah, soll ich das wirklich erwähnen mit Shakira oder nicht? Ja. Aber wieder die Yellow Press. Mhm. Weißt du, was mich noch begleitet hat, so ein bisschen über die Woche? Nein, erzähl's mir. Hast du gerade schon angedeutet, der Chatbot GPT. Mhm. Hast du schon was von gehört? Ja, habe ich schon ausprobiert. Oh, und sag mal, was hast du... Also ich bin ja so, wenn sowas Neues kommt, ich muss das immer erstmal ausprobieren, ich muss das sehen. Also ich will nicht nur darüber lesen, sondern ich muss das alles selber machen. Da kannst du dich einfach anmelden, ja, bei OpenAI und so, musst Konto aufmachen und so. Geht ganz schnell, 3 Minuten. Genau. Na, dann habe ich E-Mail halt, und ihm Handynummer, ne? Du musst ja eine Handynummer eingeben und dann kriegst du einen Code. Genau. Hast du dich auch angemeldet? Ich habe mich angemeldet, ich habe das heute ausprobiert. Und was hast du eingegeben? Meine Frage war Podcast-Opening. Wie eröffnet man einen Podcast? Und was hat er direkt ausgespuckt. Ja, here is a sample of Podcast-Opening-Script. Intro-Musik spielt und dann sagst du, welcome to my Podcast und so weiter. Mhm. Ist ganz lustig. Und da habe ich noch eine Frage eingegeben, die Zukunft der Musikindustrie vom Music-Biz. Oh, und was hat er da gesagt? Im Prinzip ist es alles auf Englisch, ne, leider. Deswegen übersetzt sich jetzt frei on the fly quasi, auch nicht komplett richtig. Aber er sagt, es wird sich immer noch shift towards digital and streaming services. Also es wird immer digitaler und Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple und YouTube werden wachsen. Das Angebot für Zuhörer wird genauer zugeschnitten sein. Mhm. Und
Genau, es wird auch einen Anstieg im Live-Streaming-Konzerts geben, also bei den Live-Streaming-Konzerten und Virtual Reality, sagt er. Sonst, ja, okay. Haben wir uns nett unterhalten, wir haben geplaudert. Habt ihr, also richtig wie so ein Gespräch? Na, Quatsch, nein. Nee. Ich habe nur diese Frage eingegeben, da kam so ein Text raus, der sich gut liest. Ne, ich übersetze das jetzt natürlich sehr stümperhaft, aber kann ja jeder mal ausprobieren. Absolut. Aber ne, am Text ist jetzt auch nichts, was... Es ist halt so ein Text, der ist so wischiwaschi, ne? Alles kann, nichts muss. Sehr gut, das war nämlich auch mein Eindruck. Mhm. Als ich das ausprobiert habe, war das Erste, habe ich halt so gefragt, wie lernt man Tonleitern auf der Gitarre? Mhm. Ich wollte einfach mal gucken, was er da sagt, ne? Ich habe sogar, glaube ich, alterierte Skala geschrieben und so. Sogar. Mhm. Und dann kam, das war so das Erste, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, also wo das rauskam sozusagen, habe ich es gleich ausprobiert. Und dann kam halt, weil du sagst so wischiwaschi, dann kam so eine generelle Antwort, die auf alle Tonleitern gepasst hätte. Das hat mir schon mal erstmal nicht gefallen. So, ja, um eine Tonleiter zu üben, sollst du blablabla. Da dachte ich, nee, ich habe eigentlich eine spezielle Frage. Weil wenn ich jetzt das im Unterricht geantwortet hätte, hätte der Schüler sich nicht verstanden gefühlt, weil ich nicht direkt auf seine Frage eingegeben habe. Das habe ich noch mit ein paar Umformulierungen versucht. Und dann ist mir halt so aufgefallen, das sind so typische Antworten, die man auch, wenn man das googelt und dann einen schlechten Blog findet. So, ja, okay, so stimmt alles, aber was Neues gelernt und was mir jetzt geholfen hat, habe ich nicht gefunden. Ja, ich meine, die KI wird ja mit dem Wissen auch gespeist, ne? Ja, ja. So, das ist das eine, was ich gemacht habe. So, dann ich habe noch andere Dinge gefragt. Ich habe zum Beispiel auch gefragt, warum hat Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren? Weil ich einfach gucken wollte, hieß ja, kann man dann Hausarbeiten schreiben oder Hausaufgaben machen. Ich wollte einfach gucken, was der so schreibt. Dann kam ich von einem Thema aufs nächste. Und dann auch, ja, das ist halt das Geschichtswissen. Und dann habe ich noch ein paar spezifische Fragen gestellt. Und da kam dann nicht so die richtige Antwort. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel. Und dann habe ich mir gedacht, okay, stellen wir mal diesen, der hat ja nun alles Wissen dieser Welt, stellen wir dem mal eine richtige Frage. Und zwar habe ich ihn zum Einsturz des World Trade Centers befragt, 9/11. Mhm. Ja? So, und dann kommt da die Antwort, die wir kennen, Terroristen fliegen da rein und so weiter. Ne? Und dann habe ich gefragt, gibt es alternative Erklärungen für den Einsturz der Twin Towers. Mhm. Auch nach WTC 7, falls er das was sagt. Das war so ein anderes Gebäude, was da war. Einfach, ich wollte einfach gucken, was der sagt. Ja? So, und dann kommen aber sehr komische Antworten kamen dann raus, wie so, ja, es gibt andere Theorien, aber die sind alle nicht belegt und deshalb, und dann kam wieder ein ganzer Text mit der ersten Antwort. Da dachte ich, bisschen eigenartig. Ne? So, und dann habe ich ihn gefragt, ich weiß nicht, ob du den Schweizer Historiker Daniele Ganser kennst. Ja, der hat aber auch einen zweifelhaften Ruf, glaube ich, oder? Ja, der hat einen zweifelhaften Ruf, aber du kannst dir ja mal was angucken und dich selber entscheiden, ob das, was er sagt, Sinn macht oder so. Der spricht halt viel vom Frieden, ja. So, auf jeden Fall habe ich dann einfach, weil mich hat nur interessiert, pass auf, ich will hier nicht von, ich weiß, da gibt es Verschwörungstheorien und da gibt es Leute, die sind dafür, dagegen. Pass auf, ich bin Musiker, ich sag mir. Genau. Ich höre das alles, ich wollte einfach testen, es ist nicht, weil das meine Meinung ist, ich wollte einfach testen, was macht diese Maschine damit? Also, so reden ja auch Leute in der Kneipe und dann wird einer wütend und ich sage, ja, du bist Trump-Fan und du bist das Fan. Und ich wollte einfach gucken, was macht so eine Maschine, die jetzt nur das Wissen von Menschen hat, die hat ja auch nicht selber generiert, aber wie geht die damit um? Und dann habe ich halt gefragt, wie sehen die Positionen von Daniele Ganser zu dieser These aus? Ah, okay. Und dann kam, mir sind die Thesen von Daniele Ganser nicht vertraut. Und da dachte ich, schade, weil das wäre doch eigentlich der Sinn. Um ein anderes Thema. Ich habe extra solche Knackpunktthemen gesucht, ne? Ich habe dann mich mit ihm über Ernährung unterhalten, was gesunde Ernährung und so weiter ist, ja? So, und dann habe ich so gefragt, du kannst ja dann auch widersprechen und so zu Veganismus und habe dann was anderes dagegen gesagt. Und dann kam irgendwann eine Fehlermeldung oder so, die soll ich melden an die, dachte ich, naja, so richtig tief rein komme ich da nicht. So, vielleicht, das entwickelt sich ja alles noch und so, ja. Habe ich heute erst gesehen, Beispiel, hat einer geschrieben, schreib mir ein Gedicht über Donald Trump, ja, write me a poem about Donald Trump. Und dann kam da, ich bin dazu trainiert, nicht politisch das und dies zu machen, ja. Und dann hat er nochmal geschrieben, schreib mir ein Gedicht zu Joe Biden. Und dann kam, Joe Biden, he is the man, da, so. Pass auf, ich bin weder für den einen noch den anderen. Mir geht's nicht darum. Mir geht's darum, warum macht diese Maschine, sagt bei dem einen Politiker, ich darf nicht politisch antworten, bla bla bla, und bei dem anderen schreibt es ein Gedicht. Das verstehe ich nicht.
So, und da gibt es schon von ganz vielen Leuten so ein bisschen Kritik, dass es halt auch eventuell in eine bestimmte Richtung trainiert worden ist mit Regeln, die nicht ganz durchsichtig sind, weil die Gefahr ist ja, wenn du dir, wenn das später mal deinen Arzt ersetzen soll oder deinen Therapeuten oder irgendwas, ja, dann musst du ja wissen, wie die Regeln, nach denen der entscheidet, sind, damit du weißt, ob du ihm vertrauen kannst. Mhm. Und das sind einfach die Fragen, die ich da so einfach mal rumgestellt habe. Aber wir lassen mal den Aluhut heute mal in der Schublade. Naja, also es gibt nur drauf und, auf den Aluhut. Ja, genau. Das ist ein Zitat von Harald Schmidt. Der wurde gefragt, sind Sie geimpft? Und er hat gesagt, dazu äußere ich mich nicht, dann gibt es nur wieder auf den Aluhut. Harald Schmidt halt. Ah, wir gehen Richtung Musik. Mhm. Und da habe ich ganz schnell gegoogelt, Chatbot in der Musik. Und da gab es wirklich, da hat jemand eingegeben, schreib mir ein Lied im Stile von Nick Cave. Mhm. Nick Cave hat sich dazu geäußert und gesagt, was für ein Bullshit und überhaupt. Geil, finde ich. Und super. Bei Spiegel war das. Mhm. Online kann jeder nachlesen. Ich kann mal kurz einen Satz draus vorlesen. Mach mal, geil. Im Weiteren erklärt er, Nick Cave, dass Songs aus Leiden heraus entstehen, aus dem komplexen inneren Kampf des Menschen um die Schöpfung. Da sind wir wieder beim letzten Gespräch, ja, ne? Da sagt Nick Cave. Doch Algorithmen hätten eben keine Gefühle. Daten leiden nicht. Die tragische Rolle von ChatGPT sei daher, dass es immer nur imitiert, nie eigene menschliche Erfahrung haben könne, aber keine Erfahrung haben kann. Nick Cave musste selber im vergangenen Jahr den Tod seines Sohnes verkraften. Mhm. Ne? Da dachte ich auch schon wieder, interessant. Wird die KI irgendwie Einzug im Musikbusiness finden? Im kreativen Musikbusiness? Also du hast ja gesagt, du bearbeitest unsere Stimmen, ne, mit einem Programm, mit einer Software. Ja. Aber wird es den kreativen Prozess ersetzen? Dieses Gespräch hatte ich auch schon geführt mit einem Schüler. Mhm. Und der selber Softwareentwickler oder so ist oder Programmierer irgendwas und sieht das halt sehr positiv und ich sage, ich denke nicht, dass da viel passiert. Also, was der machen wird, ist halt, wie Nick Cave das sagt, mit dem, was schon da war, einfach Variationen davon zu erschaffen. Aha. Also im Prinzip macht diese Musik, klingt die Musik dann genau da, wie das, was im Radio kommt. Es ist immer nur ein Aufguss von dem, was schon da war. Ja? So, das kann das bestimmt sehr gut und wahrscheinlich noch besser. Was? Einmal durch den Fleischwolf, ich habe ja auch gesagt, Musik, ich bin davon überzeugt, Musik kann man konzipieren. Also jeden Hit kannst du am Reißbrett gestalten. Ja. Hm. Es gibt auch eine Software, die ist schon alt, die sagt dir voraus, wie groß das Hitpotenzial ist. Diesen Algorithmus gibt es schon ewig. Also, genau, das hatten wir. Hatten wir schon mal, ne? Mhm. Also, da sehe ich mal auch kein Problem. Outcast hast du, glaube ich, da angebracht. Ich habe das gleiche nochmal zu Thorn von Natalie Imbruglia gehört. Das Lied ist ein Jahr zuvor von einer anderen Sängerin eingesungen worden, war ein Flop. Natalie Imbruglia hat es ein Jahr später zum Welthit gemacht. Mag den Song. Torn. Ist auch gar nicht so einfach zu spielen, ne? Weiß ich jetzt gar nicht, aber der hat einen Tonartenwechsel, glaube ich, irgendwo. Oder genau, deswegen. Borrowed Accord oder irgendwas, ja. Ich hab den mal irgendwann gespielt, schon ewig her. Also ich denke auch, die sind sehr gut darin, einfach das zu imitieren, was da ist und dann vielleicht sogar die beste Version daraus zu machen. Weil die gucken sich einfach an, so wie es jeder Hitschreiber macht, was sind die größten Hits, was hat am besten funktioniert, gibt es da Gemeinsamkeiten? Und ich glaube, da ist die KI ungeschlagen, das rauszufinden, was hat die letzten 100 Jahre am besten funktioniert und das dann in ein Ding zu gießen, was dann in eine Formel, die dann funktioniert. Aber das klingt dann halt, vermute ich, ich lasse mich auch gern von etwas anderem überzeugen, aber ich vermute, das klingt dann halt auch wie Einheitsbrei am Ende. Da wird nie was Neues, Interessantes. Und das ist ja nun, was mich interessiert an Musik und an Kunst und so weiter, dass was Neues entsteht. Stell dir vor, wir können ein Experiment machen, ein Gedankenexperiment, ja? Aha. Wir gehen zurück in die Zeit der Ars Antiqua. Keine Ahnung, 1280, was das ist, ja, ich weiß nicht genau. Und zwar, das Einzige, was als Mehrklänge erlaubt ist, sind Quinten und Oktaven. Habe ich schon mal gehört, ne? Genau, so. Es gibt nichts anderes. Und mit diesem Wissen wird jetzt die KI, wenn es die dort gäbe, gefüttert. Na, was baut die? Nur Quinten und Oktaven. Meinst du, diese KI würde dann sagen, na Mensch, weil offiziell ist eine Terz noch falsch und eine Sechste auch. Ey, lass uns doch mal eine Terz probieren. Vielleicht. Aber würde es das dann ewig so weitergehen, so wie es die Kunst ja macht über die Jahrhunderte, dann, oh, guck mal,
wir dachten immer, dieser Ton ist falsch, aber ich finde ihn geil. Und dann kommt ein Charlie Parker, der sagt, hey, wieso darf ich den Ton nicht spielen? Guck mal, ich kann das und mach das einfach. Oder a Monk, wenn der Thelonious Monk, ja, der war jetzt nicht der beste, technisch nicht der beste Pianist, den der Jazz je hatte. Aber der hat halt so komisch gespielt, wie es nur er das konnte. Halt falsch und komisch und zickig und komische Noten und Missklänge einfach so mal mit reingebracht in seinen Blues oder was weiß ich, was es vorher nicht gab. Und das wurde dann zum neuen Standard. Das fanden die Leute geil. Es ist schwierig, den zu imitieren, weil der nicht so eine typische Sprache hat. Ja? Also nicht diese typische, ich nenne es mal Universitäts-Jazz-Sprache, so auswendig gelernt, so und so muss es klingen, sondern Monk würde da voll kaputt gehen, aber der spielt halt nicht so, ne? So, und das, glaube ich, kann der Algorithmus nicht, weil wie soll er entscheiden, ey, das ist eigentlich falsch, aber ich finde das geil und ich wiederhole den Fehler jetzt noch dreimal, um ihn ins Hirn zu prügeln und jetzt finde ich ihn noch geiler. Also, der hat ja Regeln und das kann ich mir schwer vorstellen. Was denkst du? Es gibt ja die These, dass wir alle schon mal so einen generierten Text gelesen haben. Hm. Ich bin auch der Meinung, dass wir auch schon so ein Lied gehört haben, was komplett von einer KI auf jeden Fall zusammengeschustert wurde. Guck mal, bei Band in a Box kannst du auch machen Intro und dann wie viele Takte und dann macht er selber eine Akkordfolge fürs Intro und das klingt super toll. Ja, oder genau, ein Solo über bestimmte Akkorde drüber schmeißen. Genau, das geht dort auch und warum nicht? Ich denke, wir werden das Ende des Musikbusinesses nicht erleben, hoffe ich mal. Mhm. Oder des Musizierens. Musikbusiness vielleicht, ist ja schon kaputt und kränkelt. Mhm. Aber des Musizierens, handgemachte Musik, das werden wir, glaube ich, noch, wird uns immer begleiten. Für die kommerzielle Musik ist das super, solche Programme. Mhm. Ja, dann klingt halt der nächste Hit wieder genauso wie der davor. Mhm. Aber es wird immer Künstler geben, und ich benutze jetzt extra dieses Wort Künstler, der dann sagt, und dann verstimme ich jetzt halt mein Instrument mit Absicht. Das gab es ja auch schon immer. Oder auch schon in der klassischen Musik. Dann hat jemand Kieselsteine ins Klavier gelegt, ja, damit das Klavier, das präparierte Klavier, Alfred Schnittke war das zum Beispiel. Gitarren, nicht Violinen, vollkommen verschwimmt. Es gibt, ich habe den Namen vergessen leider, irgendwas mit Geister. Lachemann, moderner Komponist, der hat so auf Cellos Geistergeräusche erzeugt und damit wie eine Symphonie geschrieben oder so. Das ist total spannend, weil das wirklich wie aus Gruselfilmen, so was du aus dem Gruselfilm kennst, so klingt, so Geräusche auf dem Cello. Und das sehe ich nicht den Algorithmus machen. Und wenn jetzt, sagen wir mal, die Massenware nimmt überhand, dass es nur noch solche Musik überall zu hören gibt, ich habe die positive Sicht darauf, dass den Mensch das dann irgendwann langweilt und er sich dann nach dem sehnt, was komplett anders ist. Dass er einfach sagt, und wenn er dann in irgendeine Kneipe geht, wo dann einer wieder seine Gitarre mit Absicht verstimmt, damit nicht die Wohlklänge rauskommen und dann dadurch was Neues kriegt. Blues als Beispiel, ja? Eine Molltonleiter, eine Mollpentatonik über einen Dur-Akkord. Ich weiß nicht, ob ein Algorithmus das gemacht hätte. Weil es falsch ist. Weil es falsch ist, genau, in der Musiktheorie. Aber solche Sachen macht dann vielleicht jemand, der sagt, nee, ich finde jetzt einen Weg, diesen Akkord, der in einer anderen Tonart ist, mit diesem verstimmten Instrument, was überhaupt nicht mehr mit Tonarten zu tun hat, irgendwas zu spielen, was Gefühle erzeugt, darum geht es ja eigentlich, Gefühl erzeugt, und das ist dann mein Ding. Das einzige Problem, wenn du jetzt sowas erfunden hast, das hört sich die scheiß KI dann einmal an und macht dann 1000 Varianten, die besser sind. Das ist der einzige Nachteil. Zack, direkt kopiert. Ja. Aber so findet ja auch eine Entwicklung statt, wie ich sagte. Ich wollte mit dir, Sebastian, ein Experiment wagen. Oh, ich bin gespannt. Weil ja, du bist ja kreativ und du sagst... Nein, ich bin nur durchschnittlich kreativ. Durchschnittlich. Wir beide sind durchschnittlich kreativ. Ich bin aber überdurchschnittlich ängstlich. Sehr gut. Lass uns mal... Sensibel, Mensch, sag doch sensibel. Sensibel oder negativ. Aber das hat mich echt damals super getroffen, als mein Dozent mir sagte, boah, du bist so negativ. Das hat an mir echt genagt, weil ich dachte so, warum, ich mach doch nichts falsch. Richtig. Aber, ne. Das bringt ja dem Typen auch nichts, der dann so negativ ist, sondern du musst ihm dann irgendwie helfen, da drüber zu kommen. Ne? Aber jetzt, genau, da ist schon einiges an Zeit vergangen. Ich wollte mal mit dir in die Zukunft blicken, kreativ werden. Kreativ werden. Wir lassen mal von dem Chatbot einen Songtext raus generieren, wie auch immer, erfinden, schreiben und machen dazu Musik. Was hältst du denn davon? Geil, geil, super mega, finde ich super geil. Sollen wir das mal machen? Es gibt schon sowas, hat einer bei YouTube, da gibt es bestimmt 1000 Videos mit, ich glaube, du kannst sogar Akkorde generieren. Das machen wir nicht, das wollen wir doch selber machen. Oder willst du das auch mit Chat? Nein. Wir beschränken das nur auf den Text. Thema, was für ein Thema machen wir? Liebe, Leid.
Was Interessantes, komm. Jetzt, dann denken wir uns jetzt wirklich was aus, was nicht schon in 100 Songs Verwendung gefunden hat. Ach so, das heißt, wir sind die Bekloppten und versuchen jetzt die KI zu verarschen. Nee, da wird das schon machen. Aber so habe ich gar nicht gedacht, aber gut, ja. Nee, aber nur, dass es auch spannend wirklich wird. Sag mir mal, was für Dinge dich als Kind interessiert haben. Themengebiete, zum Beispiel Dinosaurier oder was weiß ich auch was. Eieiei, mein Background ist ja ein komplett anderer. Ich war viel draußen, in der Natur und... Was hast du da gespielt mit den Leuten? Ey, Dinosaurier, ich lerne Dinosaurier jetzt tatsächlich mit meinem Sohn kennen. Das war nicht so das Ding. Was habe ich da gespielt? Wir haben auch keinen Fußball gespielt oder so. Wir waren einfach nur draußen und waren verrückt. Sind auf Bäume geklettert. Auf Bäume geklettert zum Beispiel. Wir hatten bei uns vorm Haus einen riesengroßen Pfirsichbaum. Kirschbaum. Das heißt, ich hatte nur Biofrüchte und überhaupt um mich herum. Und wenn ich habe direkt den Geschmack im Mund. Sonst, da muss ich tatsächlich nachdenken. So spontan fällt mir nichts ein. Sag du mal, womit hast du irgendwas, was du gelesen hast oder so? Oder irgendwas, eine Fernsehserie, die es damals gab, die du gern geguckt hast oder irgendwas? Gibt es nicht irgendwas, was dich fasziniert hat von... Bei manchen ist ja Dinosaurier, Weltraum, was auch immer. Irgendwas, wo du dich jetzt erinnerst, da hat es dich hingezogen. Ja, komischerweise, jetzt so spontan fällt mir echt nichts ein. Bei mir in meinem Leben, ich muss dazu sagen, wie gesagt, es gab eine sehr starke Zäsur, ne, mit 9 Jahren und deswegen so Kindheit und weiß nicht, das ist so ganz krass getrennt, deswegen weiß ich es jetzt nicht. Okay, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich frage das deshalb nicht so sehr, um dich da auszuhorchen, was du da als Kind gemacht hast, sondern weil ich dachte, vielleicht finden wir irgendwas, was nicht so abgedroschenes Thema ist und dann geben wir denen noch irgendeinen Twist mit einem anderen Thema und lassen davon einen Songtext machen. Weißt du? Ja, hab verstanden, genau. Also ich habe es auch so verstanden, es soll jetzt keine Therapiestunde werden und so weiter. Was interessiert denn dich heute, außer Musik jetzt, so was mit Musik zu tun hat? Gibt es irgendein anderes Themengebiet, wo wenn da Leute drüber unterhalten oder ein Podcast ist, da möchte ich mehr wissen, da ist irgendwas? Ey, das war übrigens, ne, kam das raus, dass ich intellektuell durchschnittlich bin. Das ist ja nichts Schlechtes. Der Durchschnitt ist der Durchschnitt. Ist der Durchschnitt, genau. Da stand so, sie interessieren sich nicht für Themen und so weiter. Heißt aber nicht, dass sie nicht intelligent sind. Stand direkt so im Nebensatz. Ja. Fand ich auch so, das ist ja nett. Was interessiert mich? Bei diesem Test, das ist der Begriff Intellekt. Und das ist auch wie dich abstrakte Themen und Gebiete. Und da gibt es ja Leute, die sich super für irgendwelchen... manche würden sagen Hirnschiss, halt die das nicht interessiert und die so irgendwas sich was Abstraktes ausdenken und was wäre wenn und was wäre wenn die Menschen ihr Gehirn an der Stelle ihrer Leber hätten, würden wir dann immer noch denken, dass wir in unserem Kopf wohnen oder hätten wir dann ein anderes Gefühl? So, wo andere sagen, über was du nachdenkst, Junge. Das ist auch wichtig aus diesem Test herauszulesen, dass manche interessieren sich für total abstrakte Sachen, das wird dort glaube ich mit Intellekt genau, bezeichnet. Ja, genau. Und manche gar nicht, ne? So, und das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Schlimm ist es bloß, wenn jemand, und das ist eine seltene Kombination, wenn jemand jetzt wirklich ein hohes Interesse an solchen abstrakten Themen hat, laut diesem Test, aber im Intelligenztest ganz schlecht abschneidet. Und wenn der dann noch disagreeable ist, also nicht gerne zustimmt, sondern gerne diskutiert, das ist die schlechteste Mischung, weil das ist jemand, der interessiert sich für Themen, der intellektuell nicht versteht und streitet mit Leuten, die es besser wissen und kann einfach nicht den anderen zustimmen. Das gibt es ganz selten, aber das ist eine richtig fiese Mischung. Nee, aber jetzt zur Musik. Mein Interesse zur Musik neben der Musik ist Bildästhetik, in egal welcher Form. Fotos, Bilder, okay. Filme. Mach mal Fotografie, einfach mal aus Spaß. Mhm. Ja. Okay. Fotografie. Aber du siehst, ich bin jetzt so ein ganz schlechter Partner, jetzt um ein spontanes Thema zu finden. Kein Problem, du bist kein schlechter Partner. So, wir üben das ja noch, das wird besser. Genau, ich übe. So, da können wir auch mal einen Podcast drüber machen, über Brainstorming-Techniken und so. Ja. So, da ist wieder viel, um nochmal zu dem Test zu kommen, ganz viel ist auch, dass man sich nicht traut, das zu sagen. Und dann lässt man das nicht raus oder so. Weil man hat ja eigentlich immer Gedanken. So, wenn ich dir eine Frage stelle, kommt irgendwas, nee, das ist nicht gut, das kann ich ja nicht sagen, nee, das passt nicht. Dann macht man das so zurück, ne?
Ne, das habe ich versucht abzulegen, nachdem du das gesagt hast. Aber jetzt so zur Kindheit, da muss ich tatsächlich, da werde ich mal gleich nachdenken, was mich so interessiert hat. Also Dinosaurier kannte ich nicht, wir hatten keinen Fernseher. Meine Schwestern haben mich mehr oder weniger so ein bisschen an die Hand genommen und miterzogen. Und ne. Aber okay, wir sind Fotos. So, mach mal Fotografie und jetzt nehmen wir noch was von mir. Sagen wir einfach Psychologie, weil wir das Thema heute hatten. Aha. Ja. Durchaus interessant, ja. Mhm. Und jetzt fragen wir ChatGPT, ob er einen Songtext schreiben kann. Das muss ich natürlich reimen. Ja, klar, natürlich. Ein Songtext über die Psychologie der Fotografie. Oh, Psychology of a Photography. Da bin ich mal gespannt. Okay, warte mal, Psychologie. Kannst du es gleich eingeben? Nee, ich bin nicht bei, nur für mich, okay. Als Notiz. Okay. Falls der da sagt, das geht nicht oder so, weiß er nicht, was da rauskommt, dann wandelst du das ein bisschen ab und schreibst die Psychologie des Perspektivwechsels oder irgend sowas, falls der einen anderen Begriff braucht. So. Und Perspective. Und du kannst dann auch von mir aus, wenn das nicht geht, die Fotografie mit Malerei ersetzen. Du kannst ein bisschen rumexperimentieren. Mhm. Mich interessiert jetzt halt, was macht der daraus? Und wenn sich das dann reimt, also erstmal, wenn dann was rauskommt, das muss ja total einzigartig sein, weil darüber, ich wüsste es zumindest nicht, wurden noch nicht so viele Radiosongs zumindest geschrieben. Ne? Ich kenne keinen Oldie, wo die über die Psychologie der Fotografie singen. Ne? Aber Ed Sheeran hat ja so ein Lied. Wie geht das? Heißt das nicht? Ed Sheeran, Photography oder sowas? Irgendwas, ja, aber worum geht's da? Ja, das weiß ich nicht. Liebe, seine Vergangenheit. Gibt auch ein Lied von Brad Paisley. Und da singt er, ich mag ja Country-Texte, weil die halt immer eine Geschichte erzählen. So, er findet eine alte Kiste mit Fotos von früher, wo sie drauf lachen und wo sie da im Park sind und das machen und wie sich, also die ganzen Fotografien. Mhm. Und die Hauptzeile ist dann aber, dass er noch alles exakt so in seinem Kopf hat. Und dann ist die Zeile vom Refrain: Who needs pictures with a memory like mine? So, ich brauche keine Fotografien, weil ich habe mein Gedächtnis, das ist so scharf. Ich glaube, das wird auf darauf wird es auch beim Chatbot hinauslaufen. Auf dieses Thema, glaube ich. Wir gucken, was er macht. Ne? Bin mal gespannt. Wir machen oder das. Sido hat ja auch sein Fotoalbum besungen mit dem silbernen Knopf. Silbernen Knopf? Ja, von Sido? Irgendwas mit nicht. Silberner Knopf, Album im Kopf, Fotos im Kopf, keine Ahnung. Ah, okay. Na, mach mal. Und dann schickst du mir das und dann versuchen wir da einen Song draus zu basteln. Bis wann? Haben wir ohne Zeitdruck. Ohne Zeitdruck, so. Und es muss ja auch kein Meisterwerk werden, weil es ist erstmal ein Experiment. Also, das sage ich nur um deinen Perfektionismus. Mhm. Du kannst gucken, ob du ein paar coole Grooves findest oder so. Wichtig ist ja, das muss ja dann einer singen. Machst du das? Ich wollte teilen dich gerade fragen. Wir können beides, ein Duett? Ja. Mal gucken, vielleicht kann man das auch rappen. Oh, oder so. Ich erfinde eine Gesangsmelodie und dann gucken wir mal. Mit Melodien kann man ja ein bisschen nachhelfen. Ja, das machen wir. Wir machen das richtig extrem, so halt die Roboterstimme. Ja? Das ist gut, dann singe ich es, dann habe ich kein Problem damit. Okay. Cool, das wird super spannend. Ich bin jetzt schon total fasziniert. Mal sehen, was da rauskommt. Meine Fingerchen sind schon quasi bereit. Cooles Thema, was du da rausgesucht hast heute. Ja. Ich weiß nicht, was rauskommt, aber es wird ja, glaube ich, schon mal öfter gesagt, hey Leute, quatscht nicht nur, zeigt doch mal, was ihr könnt. Ja. Habe ich so mal rausgelesen, oder? War das so? Der Thema? Weiß ich nicht. Bei dir mir hat mal einer drunter geschrieben, also der Satz fand ich einfach von der Formulierung. Gibt es auch Live-Videos von dir? Ich will mal sehen, ob du deine Theorie auch live umsetzen kannst. Das klingt so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht interpretiere ich da was rein. Habe ihm aber zwei Dinger geschickt. So, ich habe leider nur alten Kram, wo ich so ein bisschen Country spiele und gleich das Solo da entsprechend verlinkt oder so. Aber das machen wir. Dann sieht man mal, dann haben wir was erschaffen. Das ist cool. Das freut mich. Und wir zusammen haben dann, bevor wir uns das erste Mal überhaupt in Person gesehen haben, haben dann schon einen Song zusammengeschrieben. Geil. Ja, jetzt hallo, die Messlatte ein bisschen runterschrauben. Aber wir machen das. Machen wir, geil. Abschluss zur Folge, zum Gespräch.
Meine Frage ist noch, hast du Angst vor dem, was diese Algorithmen bringen? Hast du Angst um deinen Job? Oder? Also, ich habe hier aufgeschrieben, Utopie oder eine Dystopie. Mhm. Ich sagte ja schon, wir werden das Ende quasi des Musizierens nicht erleben. Deswegen habe ich keine Angst. Nein. Mhm. Komplett gegen meine Natur habe ich keine Angst. Ich werde nicht durch Maschinen ersetzt werden. Meine Kreativität wird auch nicht ersetzt. Genau, wir müssen uns auf das besinnen, was wir Menschen besser können und anders können. Und das wird ganz viel mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Empathie, mit Brechen der Regeln, mit Vorstellungen, was ein Künstler ja macht, die Realität anders sehen, nicht so akzeptieren, wie sie ist, sondern eine Vision, wie sie noch nicht gibt, zu schaffen. Und wenn wir uns darauf alle besinnen und mit dieser KI zusammenarbeiten können, dass die quasi ein Werkzeug ist, ein richtig scharfes Werkzeug, mit dem man richtig gut dann schnell Dinge erledigen kann, die sonst viel manuelle Arbeit erfordern würden. Ich glaube, dann wird es uns damit besser gehen. Das ist zumindest meine positive Hoffnung. Und auch ein gutes Schlusswort. Ich wollte nochmal Hologrammkonzerte in die Runde werfen, aber das lasse ich jetzt mal, weil... Ja, gibt's ja schon mit ABBA, ne? Genau. Ne, einmalig. Genau, noch. Sich das dann noch, genau. Ich denke auch noch. Die Frage ist, wie schnell reizt sich sowas aus? Cooler wird's wäre natürlich, wenn ABBA jetzt bei mir im Wohnzimmer stehen würde und singen würde. Das wäre nochmal. Es wird alles kommen. Nochmal einen Schritt weiter. Das wird alles noch kommen. Du machst irgendwie so ein Gerät auf und ABBA steht dann und singt, hey, und heute nur hier für dich. Vielleicht nicht nur ABBA, vielleicht ist dein Online-Unterricht bedeutet, dass ich mich als Hologramm in das Zimmer des Schülers schicke. Boah. Und dann direkt auch hier zeigen kannst, nee, hier, da musst du drücken, da musst du drücken. Genau. Mega. Sehr cool, oder? Na dann, bis in Zukunft. Also, wir sehen uns in 7 Tage, aber auch in 700 Jahren. Wahrscheinlich. Ciao. Macht's gut. Tschüss, Leute. Haut rein. Bye, bye.